Bamberg, ein traditioneller Verkehrsknotenpunkt. Hier halten die Züge aus der Region. Von hier fahren seit Dezember 2017 die ICEs über die Schnellbahntrasse in rund 2 Stunden 45 Minuten nach Berlin, gut 1,5 Stunden schneller als zuvor. Auch ein Regionalzug über Coburg nach Sonneberg benutzt die neue Trasse. Nördlich von Bamberg ab Breitengüßbach ist die Strecke bereits um 2 elektrifizierte Gleise erweitert worden für künftige Geschwindigkeiten bis 230 km/h. Auch die Bahninfrastruktur in Bamberg soll zukunftsfähig gestaltet werden. Auf 2 Gleisen für den kommenden S-Bahn- und Regionalverkehr, auf 2 weiteren Gleisen für den schnellen ICE-Verkehr. Der Ausbau der Eisenbahn-Nord-Süd-Achse durch Deutschland geht damit weiter. Der Abschnitt Bamberg ist der Schlussstein des größten deutschen Bahnmodernisierungsprojekts der letzten Jahrzehnte. Schon in den 90er Jahren gab es Pläne für einen 4-gleisigen Ausbau im Stadtgebiet. Im Jahr 2012 wurden sie wieder aufgegriffen. Der Koordinierungskreis Bahnausbau bündelte die Meinung der Beteiligten, Bürger, Behörden, Vorhabenträger, Vereinigungen. Ausgangspunkt der neuen Diskussionen im Gremium war das Verhältnis der Höhe der geplanten Schallschutzwände zu den Sichtachsen durch die Stadt. 9 Varianten wurden geprüft und bewertet, 3 wurden vertieft betrachtet. Die Variante mit einer ebenerdigen Durchfahrung. Die Tunnelvariante. Und die Ostumfahrung. Diese Variante wurde in einem Stadtratbeschluss von 2016 ausgeschlossen. Die beiden verbliebenen Varianten sind über 4 Jahre im Koordinierungskreis und auf mehreren Veranstaltungen beraten und erläutert worden, unter anderem auch bei Bürgerversammlungen, sowie dieser im Februar 2018. Am 6. März 2018 kam der Stadtrat in Bamberg zum politischen Variantenentscheid zusammen. Es standen noch 2 Varianten zur Entscheidung, die Durchfahrung und die Tunnelvariante. Bei der Tunnelvariante würden alle 4 Gleise im Tunnel geführt, um maximalen Schallschutz in der Südstadt zu gewährleisten. Der Tunneleingang wäre südlich der Eisenbahnbrücke Forchheimer Straße. Die Gleise für den durchgehenden Fern- und Güterverkehr würden in 2 eingleisigen Tunnelröhren auf einer Länge von ca. 4 Kilometern bis zum Bereich des Gleisdreiecks geführt. Der Nahverkehrstunnel, rund 1,3 Kilometer lang, endete kurz hinter der jetzigen Eisenbahnbrücke Geisfelder Straße an der südlichen Anbindung zum Bahnhofsbereich. Südlich und nördlich des Fernverkehrstunnels entstünden Lärmschutzwände und passive Schallschutzmaßnahmen. Die Tunnelvariante wurde in der Stadtratssitzung vom 6.3.2018 abgelehnt. Eine große Mehrheit stimmte für die Durchfahrungsvariante. Bei der Variante mit ebenerdiger Führung der 2 neuen Gleise werden die vorhandenen Eisenbahnbrücken erweitert und dabei erneuert. Unter anderem an der Forchheimer Straße, an der Geisfelder Straße, an der Memelsdorfer Straße. Die Straßenüberführungen werden ebenfalls erneuert, zum Beispiel die Starkenfeldstraße sowie die Kronacher Straße. Wichtiger Teil des Projekts: Erstmals werden die Anwohner auf Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen umfassend vor Lärm geschützt, durch modernste, hochabsorbierende Schallschutzwände. Neben diesem aktiven Schallschutz sind passive Maßnahmen vorgesehen: Schallschutzfenster, Dämmlüfter. Um die städtebaulich wichtigen Sichtachsen in der Weltkulturerbestadt zu erhalten, kommen Lärmschutzwände zum Einsatz, die unter anderem transparent, begrünt und in Teilen verkleidet sind. Um den Flächenverbrauch im Gärtnerland in der Nordflur so gering wie möglich zu halten, wird bei der weiteren Planung die Linienführung der Verbindungskurve nach Schweinfurt optimiert. Das Land Bayern hat die DB Netz AG mit der Planung des Haltepunkts Bamberg Süd beauftragt. Für die beschlossene Durchfahrungsvariante soll das Planfeststellungsverfahren bis 2022 abgeschlossen sein. Vorlaufende Bauarbeiten sollen 2020 beginnen und dann mit vorhandenem Baurecht kontinuierlich fortgeführt werden. Geplant und gebaut wird nach der derzeit modernsten Arbeitsmethode. BIM, Building Information Modeling, ist Bauen in der digitalen Welt. Bamberg ist eines von 13 Pilotprojekten der Deutschen Bahn. We'll be right back.